Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate die Enhanced Edition. Wir stehen irgendwo bei einem Leuchtturm und haben letztes Mal die gute Frau, Safana hieß sie, ne? Ja, die haben wir aufgenommen. Ich muss mal eben noch den Timer raus und stellen. Ja, den wollte ich jetzt nicht. Ja. Gut, die haben wir mitgenommen anstatt Garrick. Die Pferde Garrick vermissen, ich fand den irgendwie cool. Ich hoffe, man könnte diese Runecast das immer noch machen. Mein Schatz. Du kämst mit Wurffallen, was mir gar nicht gefallen hat. Ultra Wurffallen. Na gut. Sagt an, versucht Schritt zu halten. Ja, Hobgoblin. Hauen wir den mal um. Oh, das sind Gatschofide und Gatschoflippungsspitzen. Ja, jetzt haben wir auch das Problem. Ich verfüge über eine etwas geringere Menge an Schlaf. Nur Lyra kann das zaubern. So. Und verschwindet. Warum leckt das gerade? Wieder von Kleng. Ich befinde mich in sehr angenehmer Gesellschaft. Das okay. War Safana, oder? Die hat gesagt, das ist fett. Oh, scheiße. Ah, die Sirene hat sich eingemischt. Wie eklig. Ja, genau. Ihr wünscht, ich verstehe. Ja, sicherlich. Ich bin vorbereitet. Nee, wenn du hast, ich werde mich diese Aufgabe. Wie kann ich helfen? Du. Schlag mal mit den Fäusten auf Dorn ein. Dürfte ihn eigentlich nicht töten. Nur der ist mir gerade etwas gefährlich. Alter. Okay, Dorn hat. Helft mir! Dorn, ich hasse dich. LPC in etwa von eben. Sagt an. Ja, dumme Sirenen. Versucht, ich nähere mich jetzt von oben. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich weiß, warum ihr hier seid. Aus demselben Gruppe, aus dem alle, die, aus dem all die anderen kommen. Und ich gebe euch auch dieselbe Antwort wie ihnen. Ich weiß nicht, wann die Eisenknappheit zu Ende ist. Und ich habe keine Ahnung, wem die Räuber unterstehen. Und ich bin auch nicht daran interessiert, euch zu den Spieltischen von Baldur's Gate zu begleiten, Baldur's Sport zu begleiten. Liebling, es ist eine ziemlich alte Strategie, um sich selbst in eine Gruppe verwegener Männer reinzubringen. Einfach aufs heftige Ablehnen, dass ihr bereit beitreten wollt. Aber ihr habt euch den falschen Mann ausgesucht. Angosch ist zu aufrichtig, um euer kleines Spiel zu begreifen. Verzeiht mir, wenn ihr euch mit den Ereignissen des Tages nicht abgeht. Welchen Zweck hat es dann, dass ihr in die Sterne starrt? Warum? Die Schwertküste ist keineswegs der Mittelpunkt des Universums. In den Reichen spielt sich Leben und Dramen ab. Gar nicht weit von hier gibt es Länder, in denen die Leute nichts von unserem Problemchen wissen oder auch nichts wissen wollen. Why, of course, the Sword Coast is the center of the universe, at least for now. Because that's where I am. You see, darling, I met this absolutely dashing philosopher once, who tried to seduce me with learning. Much of it were silly things like giving up material for wealth, something, but what was useful? He thought that the only part of the world that exists is the one that rotates around us. I knew it all along, but what's pleasant to see that the sage are finally catching up with me. Was ist mit diesen Ländern? Welchen Intrigen lauern jenseits unserer Grenzen? Also direkt hinter dem Südgebirge brauen sich gerade Probleme zusammen, gegen die unsere Sorgen vergleichsweise gering erscheinen. Zum Norden liegt eine Stadt, in der niemals Winter herrscht. Schon wieder eine Anspielung auf Neverwinter Nights. Interessant, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass da so viele Anspielungen drauf waren. Eine Stadt, von der schon viele Jahre lang niemand mehr etwas gehört oder gesehen hat, die aber schon bald viele Bürger zurückkehren werden. Beides wird geschehen, zwar ungeachtet unserer Probleme. Wir haben vielleicht sogar große Sorgen, aber das dicke Ende kommt noch. Lasst mich allein, ich muss über vieles nachdenken. You don't really believe that, do you, Ankush? I could say that things like that link it to some mumbo-jumbo about star alignment and other stuff too, you know. And make it sound just better enough to cover almost any circumstances. Wait a second here. So you see... Sprecht und verschwindet.
versucht ja. Schritt zu halten. Ja, die Hobgoblins. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die Dingens einmische, die Sirenen. Da habe ich keine Lust zu. Ah, da unten steht aber, glaube ich, auch schon die erste irgendwo. Muss ich aufpassen. So. Ja, da sind die ersten. Wie kann ich helfen? Angosch, Stille, aber sofort. So schnell! Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren. Ich die Finger hin. Okay, ich glaube, es hat sie erwischt. Ich höre zu. Sehr gut. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Weil Sirenen sind gefährlich. Die können ja immer noch zaubern. Schnell, 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 schnell. Immer uns magisches Geschossstäbchen. Nein, ach Dorn. Du bist doch dumm wie Toast, jetzt mal ehrlich. Gift verlangsamen. Jetzt will er uns auch noch töten, der Drecksack, ne? Ist ja noch besser. Ja, ja Dorn. Ey, ich hasse sie. Wie kann ich helfen? Dorn, ich befehle dir, dich hinzulegen. Los, mach hin. So. Worum geht her? Dann klopp doch mal einfach mit den Fäusten auf Dorn ein. Ich hoffe, das geht auch für Dorn, dass der dann nicht rot, sondern nur unrechtlich ist. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ich hab gesagt, du sollst auf Dorn eindreschen. Guck mal hier die Gruppengesinnung aus und dresche auf Dorn ein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Blöden Kack-Sirenen, blöde Kack-Hobgoblin. Oh, komm, ey, wen interessiert diese Hobgoblin? Ja, genau, jetzt steht er. Ich befinde mich in sehr angenehmer Gesellschaft. Das ist Savannah, du bist auch ein bisschen komisch, kann das sein? Ihr wünscht? Ja, macht einfach gar nichts. Finde ich vollkommen in Ordnung. Oh, weg, weg, weg. Muss ich gleich mit Angosch mal vorgehen. Oh, haut den hier auch mal irgendwie weg. So. Dann einmal schnell speichern, weil die Hobgoblins jetzt tot sind. Hobgoblinsen brauchen ja eigentlich Pfeile identifizieren. Einfach wieder weg, bevor du noch in irgendwelche Sirenen reinläufst. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Gehe ich mal mit Angosch ein bisschen vor. So. Stille, zauber ich jetzt mal durch hier hin. So. Das hat schon mal einige getroffen. Zauber. Ich glaube, die eine hat es geschafft zu überstehen, ja. Dachte ich nur, welche. Ich werde euch gerne auf jeden Fall. Ja, genau. Gib mal ein Gegengift und dann kriegt Heiltrank. Ich werde euch die Gerechtigkeit widerfahren. Okay, die hat es geschafft zu überstehen. Immer ein magisches Geschoss, aber schnell. Und die schlafen? Ja, noch nie ausprobiert. Ich werde euch gerecht. Ja, sicher. Die OP sind Dinger denn hier. Meine Milz. Geschlafen. Ja, sicher. Heil dich, Angosch. Ja, können wir mal mit ihrem dämlichen Gesang hier aufhören? Sprecht und verschwindet. Wie kann ich helfen? Wie ihr Angosch, zieh dich mal ein bisschen zurück. Was ist passiert? Weiß zwar nicht was, aber irgendwas ist passiert. Dann sprich du noch mal ein Heilzauberchen auf dich. Das Ding ist irgendwie getarnt.
Ahnung, auf jeden Fall ist es gerade zerhackt worden. Ah, immer und ist eine Stufe aufgestiegen, das war das Geräusch. Ich werde euch Gerechtigkeit. Oh, hau mit sie. Haut sie um, haut sie einfach um. Dem Tode nahe ist die Sirene. Oh, 2000 gibt auch eine. Und Perlen. Kann man ja schon manchmal machen. Und du hast die Armbrust hier. Was ich mich gerade frage, ich hab dir doch, glaube ich, deine Armbrust noch als... Ja! Wie viel bist du denn so mit einer Armbrust? 15. Halte ich mir aber auf jeden Fall mal im Hinterkopf die Armbrust, falls irgendwie Gebiete kommen, wo wenig Platz ist oder so, dann schicke ich Angosch immer vor, bei der Rüstung hier. Zum Beispiel in Minengängen oder so. Lass die anderen immer in der Reihe mit Fernkampf an. Ja, mal gucken. Jedenfalls ist immer aufgestiegen. Das heißt, schwupps runter damit, damit ich maximale Lebenspunkte bekomme. Weil das ist ärgerlich, wenn ich irgendwie einen Punkt bekommen würde. Ja, Rettungswürfe haben sich alle ein bisschen reduziert. ETB 0 reduziert sich. Schadensfaktor für hinterhältige Angriffe. Nur zählt man irgendwie nie. So. Was denn jetzt? Eigentlich ist da alles mal auf Fallen finden. Ein bisschen was auf leise bewegen. So. Hier kann ich nichts verteilen. Dann lasse ich es auch direkt. 50 und 40 Lebenspunkte hat sie jetzt. Sehr schön. Und direkt das Gameplay wieder hoch. Ich werde es so hoch. Ja? Wie viele Pfeile hast du denn noch? Geht eigentlich noch genug. Sammeln wir mal hier 20 auf. 20 Pfeile aufsammeln. Los! Jetzt 17 Pfeile. Hast du 79? Das reicht. Was noch passieren würde. Gut, da wird sofort schnell gespeichert. Es soll wir sammeln uns mal eben hier. Und werden magische Pfeile. Hä, was soll denn das? Ja, von den Sirenen das Zeug. So, Pfeil. Mit Perle. Speichern wir nochmal und rasten mal eben. Das war gut geklappt hat. Jetzt haben wir Abend. Brecht und verschwindet. Dann gehen wir mal weiter. Weitaus blutiger schauen, ob es noch mehr Sirenen gibt. Nee, die waren wir sogar schon. Bis zum Leveln waren die jetzt ganz gut. Gar nicht mal so schwer, wenn sie die alle auf Dorn gegangen sind. Mit ihren Zaubern keinen Erfolg bei Dorn hatten. Ein Angosch ganz schön viel eingesteckt hat. So. Wir hatten ja auch die Quest von Savanna. Ich hoffe, die ist auch eingetragen worden. Da. Albert und seine Hund. Probleme in der Region. Ereignisse. Albert und sein Hund. Ist das jetzt echt nicht? Toll. Jetzt müssen wir irgendwie nochmal die Folge ansehen und schauen, was die Sache ist. Der Schatz ist wie ein Aaskriecher. Bah. Ist das nicht eklig? Er kriegt Angosch direkt Angst und haut ab. Los, Angriff. 420 Erfahrung. Sehr schön. So schwer war der Teil auch gar nicht. Aber noch. Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Ihr habt hier nichts verloren. Das hier ist nicht euer Zuhause. Hier von Zins stammt. Ihr dreckigen Landbewohner sollt euer Eintrittsteuer bezahlen. Ja, sicherlich. Aber bleibt mal alle stehen. Was sind nicht Angosch? Ein bisschen Stille zaubern. Auch mal in aus. Das ist könnt schon mal angreifen.
Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Lieber hier vorher, müsst ihr nicht zu viel kriegen. Los, Arsch! Und jetzt sind sie alle. Na super. Es hat ja toll geklappt. Dann rein, beziehungsweise du nicht. Du nimmst jetzt mal die Armbrust, damit du nicht da vorne bist. Du kannst mal. Du kannst mal Angosch die Stärke geben. Wenn es nicht so viel bringt eigentlich. Jetzt ist der hier gezaubert. Wundervoll. Dornimäuschen. Hau den mal K.O. Das schaffst du doch, oder? Ich hoffe, das ist auch wirklich nicht möglich. So. Du kannst dich mal da hinstellen. Was? Nein, jetzt ist der auch. Oh, scheiße. Mach mal den Blitzzauber hier rein. Dummer Angosch. Warte. Wir haben doch noch fünf. Die Magie-Band-Schriftroller in den Rucksack, bitte. Dann benutzt du die mal. Post, dass das hier auch. Dumme Savannah-Tod. Sagt, es ist nicht alle zu Hause, bla bla bla. Wie kann ich helfen? Mal Stille hier rein. Ihr wünscht. Und ihr Leute, ihr haut mal ein bisschen ab. Das wäre sehr schön. Unsichtbar sind die jetzt. Oh, alle haben einen Rettungswurf geschafft, das ist ja ekelhaft. Was ist das diesmal? Ja, ihr könnt eigentlich nochmal alle weg, außer Jura. Jura kann da mal das Stäbchen reinmachen. Brauchst mal ein bisschen ab. Nein, jetzt hat es den erwischt. Dummes Ding. Ja, sicher. Dauernd stell dich mal so hier hin. Wir beiden, wir hauen mal ein bisschen ab. Lieber, was machst du? Lieber, ja, shit. Ja, nee, ich bin überhaupt nicht verzweifelt. Nein. Magie. Bannen hätte ich gerne. Auch wenn ich den Zauber noch nicht kann. Wann mal. Nee, mach das bitte mal weg. Setz das mal so hier hin. Vielleicht wann das ja auch bei Dingen. Außer Nira wird selber auch noch getroffen. Oh, was sind denn das für Kackviecher? Sprecht und verschwinde. So, und hau mal mit deinen Fäusten hier drauf. So, los. Ja, okay. Ich hab das Gefühl, das wird nichts. Wie kann ich helfen? Ja, das ist nicht euer Zuhause, sehr schön. Worum geht es dir drauf? Nur zu fragen. Ich hab diese Unsichtbarkeitstränke nicht mehr, ne? Ich kaufe. Na egal. Vielleicht überhaupt noch Tränke. Kälteschutztrank. Oh, kein Mensch. Wie soll ich das Zeug? Ihr habt alle kein. Ja doch, du hast hier diese Stärke Tränke in die Woche auch gemacht. So. Dann. Stille. Das trifft dieses Mal. Jetzt sind schon mal zwei still. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und verschwinde. Dann nimmst du die Armbrust, gehen vorwärts und greif mal an, während Angosch mal eben schnell einen Gift trinkt. Auch wenn den Angriff übergeht. Ja, was zur Hölle? Übertreib!
Ja, genau. Was ist denn das für ein Gift hier? Ich fühle mich wieder hier leicht verarscht. Ja, Angosch ist tot. Ich kann direkt neu laden. Oder? Hier. Also ich habe das Gefühl, man soll hier doch gar nicht sein. Aber ich bin jetzt, keine Ahnung, wieder so scheiße ehrgeizig. Will diese dummen Viecher hier töten, auch wenn ich das unten gar nicht kann. Ja, Gespräch beenden. So. Eine Spinne. Ja, super. Und jetzt greift an, greift einfach an. Ja, Schlaf gibt ja nichts gegen. Das ist ja auch wieder. Bitte einfach alles tun. Schnell. Ja, okay, er hat schon wieder abgekriegt. Die Bannen in dem Rucksack. Wird das vielleicht auch endlich mal zaubern? Das hat bis jetzt irgendwie noch nie geklappt. Ich hoffe mal, die Bannen hilft überhaupt. So, jetzt schnell. Nein, Magieband hilft gar nicht. Ist ja super, dass Magieband überhaupt nicht hilft. So, haut sie kaputt, bitte, schnell. Angosch ist jetzt so die Bedrohung. Danach hauen wir mal alle außer Rassat mit Fäusten auf Angosch ein. Weil ich glaube, Rassat tötet auch mit seinen Fäusten, weil die einfach so unglaublich stark sind. So, ja. Vielleicht nicht. Ich muss das anders auswählen. Mit den Fäusten auf Angosch drauf. Ja, okay. Lassen wir das mal so. Mal schauen, ob das klappt. Ja, gut, Angosch ist wieder befreit. Nein, das ist irgendwie dumm. Halt auf, hier anzugreifen. So, alles okay. Dann wird das eben schnell gespeichert. Dann geht der Schwierigkeitsgrad wieder runter. Und dann werden zwei Level-Ups hier gemacht. Boah, man, diese Sirenen ätzend. So, die Null reduziert sich noch weiter. 30 Leben hat er jetzt. Dann ist er eigentlich 1-4. Die Null reduziert sich. Kann aber immer noch keine Waffe auswählen. Würdet gerne mal irgendwie runter machen können. Müssen wir irgendwie auf Schleuder setzen können. Das wird jetzt mal 16 Trefferpunkte. Kann sonst noch einer aufsteigen? Ja, Rassat und Ingolsch sind kurz davor. Wenn hier vielleicht nochmal irgendwie Sirenen kommen, dann wird das nochmal was. Als eklig, das ist Sirenen. Bar, will ich gar nicht haben. So, jetzt mal schauen, wer von euch. Ja, ich vermisse Garrick jetzt schon. Jetzt kann ich nämlich die ganzen Scheiße nicht mehr identifizieren. Die ganzen Perlen, muss ich auch mal zusammen. Immer und wieder hier reinstecken. Ekelhafte Mistviecher, die direkt so mal speichern. Ach, Piratenhöhle. Jetzt habe ich jetzt fast die Höhle übersehen. Ach, ist das sogar das hier schon für Savannah? Nee. Fleischhöhle, bar. Oh. Ja gut, das ging ja jetzt mal wieder ordentlich. Was zur Hölle? Was sind denn das hier für Gegner? Du bist ja ein komischer Kauz. Ich mach so Gruppengesinnung mal wieder an. Was wollt ihr? Dann, ja, sie hat sich im Schatten versteckt. Was machst du? So.
Zumindest sind wir jetzt noch nicht. Ja, genau, viel Schaden macht der Scheiß. Gesundheit absorbieren. Aber irgendwie eine Schnellheilung rein für Dauern. Fleischkohle. Versuch mal Schlaf, auch wenn das Süß wahrscheinlich nutzen würde. Okay, ich hab das Gefühl, wir sollten hier noch überhaupt nicht rein. Das probieren wir aber auch jetzt wieder erst in der nächsten Folge. Bis dann, danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Bowser's Game, die Enhanced Edition.